Ja, hallo, herzlich willkommen. Weshalb sind wir hier? Wir sind hier für Julian Assange, ein Journalisten, ein Herausgeber und Verleger von WikiLeaks, ein mutiger Mensch, der Kriegsverbrechen veröffentlicht hat. Und nun ist er im Gefängnis. Er ist im Gefängnis in Großbritannien, in London, weil die USA seine Auslieferung haben wollen. Und es reicht ihnen nicht aus, eine große Schmutzkampagne zu machen, sondern, es hat einen langen Prozess gegeben und die Richterin hat gesagt, er soll nicht ausgeliefert werden. Allerdings wurden sämtliche Anklagepunkte der US-Justiz, die auf diese Auslieferung dringt, von der Richterin mehr oder weniger durchgewunken und bestätigt, was ein riesiger Angriff auf die Pressefreiheit darstellt. Ich will ganz kurz sagen, was die Lebensgefährtin von Julian Assange zu gerade aktuell versendet hat. Sozusagen ein Update, nachdem die US-Staatsanwaltschaft am vergangenen Freitag ihre Begründung bei Gericht eingereicht hat. Die Begründung, um gegen die Entscheidung des britischen Magistratsgerichts vom 4. Januar Berufung einzulegen. Die Begründung war ja, dass es unsicher sei, Julian Assange auszuliefern, weil dies wahrscheinlich in den USA zu seinem Tod führen würde. Ich zitiere jetzt Stella Morris. Der nächste Schritt, sagt sie, in dem Rechtsfall ist, dass Julian Assange Anwaltsteam auf die Berufungsbegründung der USA antworten wird. Julians Anwälte arbeiten hart daran. Julians Team hat den High Court gebeten, ihnen mehr Zeit zu geben, damit geklärt werden kann, ob sie eine Gegenberufung einlegen werden, um die Teile des Urteils anzufechten, in denen der Richter sich nicht auf Julians Seite und die Argumente der Pressefreiheit gestellt hat. So eine sogenannte Kreuzberufung könnte die Möglichkeit bieten, Julians Namen ordnungsgemäß reinzuwaschen. Anfang dieser Woche hat übrigens eine Koalition von großen Menschenrechts- und Pressefreiheitsgruppen einen Brief unterzeichnet, in dem Bidens Justizministerium aufgefordert wird, die Anklage gegen Julian Assange fallen zu lassen. Der von der Freedom of the Press Foundation initiierte Brief wurde von führenden Rechtsgruppen wie Amnesty International, Human Rights Watch, der American Civil Liberties Union, ACLU, und dem Komitee to Protect Journalism unterzeichnet. Julian Assange befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, wo er jetzt seit über 500 Tagen einsitzt. Das drängendste Problem für Julian ist, dass die Haftbedingungen, die ihn weiterhin daran hindern, seinen Rechtsfall vorzubereiten, ein Fall, von dem sein Leben abhängt, dies jetzt endlich zu ändern. So viel kurz an aktuellen Sachen, später kommt mehr. Jetzt freue ich mich total, dass wir heute unterstützt werden vom Weber-Herzog Musiktheater. Christa Weber, ich freue mich total, dass ihr da seid und uns hier unterstützt. Vielen Dank. Hallo. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die Freilassung von Julian Assange, ich habe ein ganz kleines Kulturprogramm vorbereitet, vielleicht 10 Minuten. Und ich möchte beginnen mit einem Text von
Nazım Hikmet, das ist ein türkischer Dichter, der saß 16 Jahre im Gefängnis in der Türkei, weil er wie Julian Assange die Missstände aufgedeckt hat in seinem Land und weltweit. Und er hat ein sehr schönes Gedicht geschrieben, das, glaube ich, ganz gut unsere Stimmung ausdrückt, die wir haben, wenn wir an die Haft und die Haftbedingungen von Julian Assange denken. Es heißt Mein Herz. Und ich denke, dass es vielleicht auch die Stimmung von Julian Assange selber ausdrückt. Ich blute aus 15 Wunden. 15 Messer durchdüsen mein Herz. Und ich dachte schon, ich lebe nun nicht mehr vor lauter Schmerz. Ich blute aus 15 Wunden. Um diese 15 Wunden leckten die dunklen Wellen wie glitschige schwarze Schlangen. Ertränken will mich das schwarze Meer. Ertränken will mich das Wasser, blutig und schwer. In meine Brust stieß man 15 Messer mit schwarzem Knauf. Doch mein Herz schlägt weiter. Es hört nicht zu schlagen auf. Ich blute aus 15 Wunden. 15-fach durchstieß man mein Herz. Und ich dachte schon, es schlüge nun nicht mehr vor Schmerz. Doch mein Herz schlägt weiter. Es hört nicht zu schlagen auf. 15 Flammen schlugen aus meinen Wunden. In meine Brust stieß man 15 Messer mit schwarzem Knauf. Wie eine blutrote Fahne lodert mein Herz, lodert hoch hinauf. Das nächste Gedicht ist von Lieselotte Rauner. Garantien der Obrigkeit. Ihr dürft alles tun, was wir euch sagen. Aber ihr dürft nichts sagen, was wir euch tun. Ihr dürft alles ändern, was wir wünschen. Aber ihr dürft nicht wünschen, dass wir uns ändern. Ihr dürft überall gehen, wohin wir wollen. Aber ihr dürft nicht wollen, dass wir gehen. Die Medien, die westlichen Medien und die westlichen Regierungen, die setzen sich ja lautstark ein für die Freilassung eines rechtsradikalen russischen Bloggers. Aber über die illegale Inhaftierung eines australischen Journalisten und über seine Folter verlieren sie kein Wort. Das nächste Gedicht ist von Arthur Troppmann. Noch investieren Sie unsere Arbeit auf Ihre Konten. Noch haben Sie Mittel und Macht, viele zu verdummen. Noch sprechen Richter Ihr Recht und Polizisten schlagen für Sie. Noch predigen Ihre Prediger uns von der Hölle. Noch gewähren Sie manche Freiheiten jenen, die Sie nicht stören. Noch reden Sie von Demokratie. Aber die anderen Pläne sind schon perfekt. Noch befolgen Soldaten ihre Befehle und Arbeiter schmieden ihnen immer noch ihre Waffen. Noch ist alles in bester Ordnung. Noch. Free Julian Assange! Gut, das nächste Lied werde ich jetzt auch am besten gleich sprechen. Es ist von Lieselotte Rauner und ich habe mir erlaubt, eine Silbe zu verändern, denn es ist geschrieben in der Zeit, als es nur Herren-Kanzler gab. Frau Kanzler kommt, Frau Kanzler spricht als Superdemokrat. Und wenn sie spricht, dann stört sie nicht. Sonst fällt die Maske vom Gesicht. Dann folgt aufs Wort die Tat. Dann wirbeln die Knüppel. Dann deckt man euch ein und schlägt euch zum Knüppel. Denn Ordnung muss sein. Denn Ordnung muss sein. Frau Kanzler kommt, Frau Kanzler spricht. Drum haltet brav den Mund. Hört zu und unterbrecht sie nicht. Schweigen ist erste Bürgerpflicht. Sonst geht es wieder rund.
Dann sausen die Stöcke, dann deckt man euch ein. Ihr bleibt auf der Strecke, denn Ordnung muss sein. Denn Ordnung muss sein. Frau Kanzler kommt, Frau Kanzler spricht. Drum spendet ihr Applaus. Sie spricht ja vom Gewaltverzicht. Drum glaubt daran und reizt sie nicht. Sonst geht es übel aus. Man schleift euch durch Gossen, der Notstand tritt ein. Und auf die Genossen wird wieder geschossen, denn Ordnung muss sein. Denn Ordnung muss sein. Jetzt komme ich schon zum letzten Gedicht. Es ist von Agnes Hüfner und ist geschrieben 1969. Und es zeigt Fälle auf von Polizei- und Justizwillkür, zum Beispiel auf einer Demonstration oder in einem STJ-Büro in Dortmund oder in einem Theater in Duisburg, in der Universität Heidelberg. Und diese Fälle, die zeigen Parallelen auf zu der Klassenjustiz, die man gegenüber Julian Assange anwendet. Und ich habe einfach deshalb eine Strophe hinzugefügt. Vorbeugelied. Mitten in die Stille krachen Schläge. Splittern geht die Tür entzwei. Die da nächtlich auf Befehl zerstören, haben scharfe Äxte bei. Mitten aus dem Saale an den Haaren schleifen sie ein Mädchen raus. Ihren Presseausweis nimmt der Richter als Erinnerung mit nach Haus. Mitten in der Nacht ein leises Knacken im Büro. Bald schon vorbei. Morgens stehen alle Türen offen. Ihr vermisst nur die Kartei. Mitten aus der Menge greift der Greiftrupp den, der auf dem Foto war. Nachher stellt sich raus, der Falsche gleicht dem Richtigen aufs Haar. Mitten im Theater wird verhaftet einer, der heißt Angenfort. Kommunisten, sagt der Richter, schaffen wir bei Zeiten fort. Mitten in die ecuadorianische Botschaft platzt die Londoner Polizei. Der Verräter, Präsident Moreno, gibt Julian Assange der kläffenden Meute frei. Das, mein lieber Freund, ist nur ein böser Anfang. Schon steht Böseres auf dem Plan. Beugehaft und Lager für uns alle. Es erwacht der braune Wahn. Jetzt, mein Freund, jetzt gilt's vereint zu kämpfen, bis ihr böser Plan zerstört. Jetzt, mein Freund, jetzt heißt es mit uns kämpfen, bis die Zukunft uns gehört. Dankeschön. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat letzten Freitag eine sehr bedeutende Veranstaltung gegeben in Hamburg im Rahmen des Hamburger Literaturfestivals Lesen ohne Atomstrom. Das war am 12. Februar. Gab es eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde Free Speech, Free Assange statt. Mit dem Moderator Georg Restle, der ist sonst der Moderator vom Politmagazin Monitor, diskutierten die ehemalige Bundesjustizministerin Professor Hertha Deubler-Melin, der WikiLeaks-Botschafter Joseph Farrell, der hochrangige Schweizer UN-Experte Nils Melzer, der ja der UN-Sonderberichterstatter über Folter ist, und der Bestsellerautor Günter Wallraff. Ich habe hier eine ganz kurze, kleine Zusammenfassung, weil am Ende wird einfach auch auf uns und was wir hier machen eingegangen.
Eingangs stellte Georg Restle fest, dass gerade in dieser Woche US-Präsident Biden entschied, die Auslieferung von Julian Assange weiter zu betreiben. Ja, das ist letztendlich, alle, die sich Hoffnung gemacht hatten, dass Trump ihn noch begnadigen würde oder Biden es nicht ihn weiterverfolgen würde, war klar, dass das eine Täuschung war, wer auch immer sich dem hingegeben hat. Es ist kein Zufall, dass Biden seinem Vorgänger Donald Trump treu bleibt. Der jetzige US-Präsident und damalige Senatsführer der Demokraten hat nämlich den Krieg im Irak damals mit unterstützt und mit ermöglicht. Julian Assange hat den Staatsterrorismus des US-Empires durch unzählige Dokumente entlarvt. Dafür wird der Journalist gefoltert, prangert der Schweizer UN-Sonderberichterstatter Professor Nils Melzer an. Der enge Vertraute von Julian Assange, der WikiLeaks-Botschafter Joseph Farrell, beschreibt die Haftbedingungen von Julian Assange im Londoner Hochsicherheitsgefängnis als, Zitat, Guantanamo von Großbritannien. Einer gangsterhaften Verschwörung von Staaten geht es einzig darum, den Journalisten zu brechen. So die klaren Worte von Nils Melzer. Mit einer vom CIA lancierten Rufmordkampagne und Psychofolter sollte erreicht werden, dass kein Journalist künftig mehr wage, Ähnliches zu tun, sagte Bestsellerautor Günter Wallraff. Dabei halte Großbritannien Assange, ich zitiere, ohne jeden Rechtsgrund in Gefangenschaft. Das konstatiert Professor Däubler-Gmelin. Für die Ex-Bundesjustizministerin ist es, Zitat, eine Schande, dass EU-Länder kein Asyl für Julian Assange anbieten. Nicht unerwähnt wollte Däubler-Gmelin auch lassen, dass Professor Melzer wegen seiner klaren Worte selbst angefeindet wird. Ich als Bürgerin will wissen, was meine Regierung tut und ob sich der Machtapparat an die Verfassung und an die Gesetzgebung hält. Zitat Ende unserer ehemaligen Justizministerin. Abschließend gefragt, ob Julian Assange um seine Unterstützerin wisse, antwortete Joseph Farrell, ja, er weiß von der Solidaritätsbewegung und es erwärmt immer wieder sein Herz. Das Wissen um die Unterstützung erhält ihn aufrecht. Sie ist lebensnotwendig für Julian Assange. Das geht an euch alle. Vielen, vielen Dank, dass ihr schon so lange hier aushaltet und ihn nicht vergesst. Free Julian Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Ja, ich bedanke mich auch nochmal und bin froh, dass wir alle hier zusammen sind. Die Polizei zum Glück vorhin auch mitgezählt und gemerkt, dass wir so 20 sind. Und insofern, ja, passt das alles mit den Vorgaben so zusammen. Ich hatte euch in der letzten Mail ein PDF mitgeschickt, übersetzt aus dem Englischen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt alle gelesen haben. Es haben ja auch nicht alle ein Mailprogramm. Ich habe hier so eine kurze Zusammenfassung davon, von diesem Schreiben, also ein offener Brief an den Justizminister, an den US-Justizminister. Da waren 24 Organisationen, die diesen Brief verfasst haben. So, es gibt einen Artikel, der ist bei SWS erschienen. Der Artikel ist vom 11. Februar. Die Biden-Regierung wird, also wie ihr wisst, schon gehört habt, Thilo hat es auch schon gesagt, die Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange aus dem
Vereinigten Königreich in die USA betreiben. Das hat das Justizministerium am Dienstag bestätigt. Das war natürlich Dienstag letzte Woche. Diese Erklärung ist eine Reaktion auf den Urteilsspruch der Bezirksrichterin Vanessa Bereza, die Julian Assange nur aus gesundheitlichen Gründen nicht ausliefern lassen möchte. Sie hat sich ja sonst in allen Punkten der amerikanischen Anklage unterworfen, sage ich jetzt mal. Und darüber hat sich dann auch der stellvertretende Justizminister und der leitende Kommunikationsberater Mark Raymond, die heißt er, gefreut. Obwohl wir letztendlich von der Entscheidung des Gerichts sehr enttäuscht waren, freut es uns, dass die Vereinigten Staaten in allen umstrittenen Rechtsfragen obsiegt haben. Insbesondere hat das Gericht alle Argumente von Assange bezüglich der politischen Motive eines fairen Verfahrens und der Meinungsfreiheit vollständig zurückgewiesen. Wir werden weiterhin die Auslieferung von Assange an die Vereinigten Staaten anstreben. Ja, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle Bürgerrechts- und Meinungsrechtsgruppen, die eine Hoffnung hatten, dass die Biden-Regierung anders sein würde als die Trump-Regierung und eine Koalition, wie ich eben schon sagte, von 24 Organisationen, darunter die Frontier Foundation und die Freedom of the Press Foundation, haben am 8. Februar diesen Brief geschrieben an den Generalstaatsanwalt Monty Wilkinson. Und zwar, wir bitten Sie dringend, die Berufung gegen die Entscheidung von Richterin Vanessa Bereza vom Westminster Magistrate Court, die den Auslieferungsantrag der Trump-Administration abgelehnt hat, fallen zu lassen. Wir bitten Sie auch dringend, die zugrunde liegende Anklage zurückzuweisen. Dann heißt es weiter in dem Brief, die Anklage gegen Assange bedroht die Pressefreiheit, denn ein Großteil des in der Anklage beschriebenen Verhaltens entspricht der Art und Weise, wie Journalisten sich üblicherweise verhalten und wie sie sich verhalten müssen, um das zu tun, was die Öffentlichkeit von ihnen erwartet. Unserer Ansicht nach würde ein solcher Präzedenzfall effektiv die übliche journalistische Arbeit kriminalisieren. So, diese Organisationen stellten auch einen Zusammenhang zwischen der Verfolgung von Assange und der historischen Entwicklung von demokratiefeindlichen Maßnahmen in den USA und weltweit her. Es ist leider so, dass die Pressefreiheit weltweit bedroht ist. Jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt eine robuste und streitbare Presse schützen. Und ein starker Satz. So wie Richter Murray Goffin im Fall der Pentagon Papers denkwürdig von einer störrischen Presse, einer hartnäckigen Presse, einer allgegenwärtigen Presse gesprochen hatte. Das sind jetzt ein paar Sätze gewesen aus dieser Erklärung. In einer separaten Erklärung sagte der Executive Director von Human Rights Watch, Kenneth Roth, die meisten Anklagen gegen Assange betreffen Tätigkeiten, die sich nicht von denen unterscheiden, die investigative Journalisten auf der ganzen Welt jeden Tag ausüben. Präsident Biden sollte es vermeiden, einen schrecklichen Präzedenzfall zu schaffen, indem er wichtige Werkzeuge des unabhängigen Journalismus kriminalisiert, die für eine gesunde Demokratie unerlässlich sind. Na gut, also die Demokratie ist krank, offensichtlich hiernach. Die offizielle Ankündigung des Justizministeriums am Dienstag hat allen Illusionen ein Ende gesetzt, dass die Biden-Regierung bezüglich der im ersten Verfassungszusatz garantierten Grundrechte in den USA eine andere Position als Trump einnehmen könnte. Biden beabsichtigt, wie bekannt, weiterhin auf der Grundlage der 17 Anklagepunkte aus dem Espionage Act von 1917 ihn anzuklagen.
Und das würde natürlich eine maximale Gefängnisstrafe von 140 Jahren bedeuten. So, okay, hier lasse ich mal was weg. Ja, aber Assange hat keine Verbrechen begangen. Er geriet ins Visier der Regierung der USA und des UK, weil WikiLeaks Details über die imperialistischen Kriegsverbrechen während der illegalen Kriege in Afghanistan und im Irak veröffentlicht haben. Außerdem zahlreiche Verbrechen von Großkonzernen und die Verschwörung der, immerhin eine Verschwörung, der demokratischen Führung während der Nominierung zu den US-Präsidentschaftswahlen 2016. Also, es ist bezeichnend, dass Trumps oberster Vertreter für nationale Sicherheit im Justizministerium, John C. Demers, weiter in der Abteilung für nationale Sicherheit ist. Demers wurde vom beiden Übergangsteam gebeten, aus Gründen der Kontinuität zu bleiben, während viele andere politische Beauftragte von Trump zurückgetreten sind. In der Zwischenzeit lebt John Carlin, Demers Vorgänger von 2013 bis 2016, also zu Obama-Zeiten, ins Justizministerium zurückgekehrt. Er fungiert derzeit, also dieser Carlin fungiert als stellvertretender Generalstaatsanwalt. Dass es zwischen der Trump- und der Biden-Administration bei wichtigen Themen der nationalen Sicherheit eigentlich keine grundlegenden Unterschiede gibt, zeigt die Tatsache, dass Carlins Vorgängerin Lisa Monaco, die von 2011 bis 2013 die Abteilung für nationale Sicherheit leitete, jetzt Bidens noch unbestätigte Kandidatin für das Amt des stellvertretenden Generalstaatsanwalts ist. Also das geht alles schön ineinander über. Die New York Times versucht zynisch, Illusionen zu nähren, als ob der Demokrat Biden die Auslieferung Assange möglicherweise noch stoppen könnte. Sie ist natürlich völlig sich dessen bewusst, dass eine solche Änderung der Regierungspolitik nicht in Frage kommt. Am Montag schrieb die Times, die Frist am Freitag im Londoner Auslieferungsfall könnte die Biden-Administration dazu zwingen, zu entscheiden, ob die Politik aus der Trump-Ära fortsetzen will. Allerdings bleibe es fürs Erste die Pflicht jedes Justizministeriums, Berufung gegen die Ablehnung seines Antrags auf Assange-Auslieferung einzulegen, wie Mark Raimondi, Sprecher der Abteilung für nationale Sicherheit, erklärte. Ja, wer weiter zurückblicken möchte, wird sehen, dass Biden vor mehr als 10 Jahren über Assange, was der gesagt hat. Als WikiLeaks die diplomatischen Cable veröffentlicht hatte, war Biden Vizepräsident der Obama-Regierung. Am 19. Februar 2010 wurde Biden in der NBC-Nachrichtensendung Meet the Press nach den WikiLeaks-Enthüllungen gefragt. Damals nannte Biden Assange ein High-Tech-Terrorist und behauptete, dieser Kerl hat Dinge getan und gesagt, die das Leben und die Arbeit von Menschen in anderen Teilen der Welt beschädigt und in Gefahr gebracht haben. Ja, soweit der Artikel aus dem WSWS. Und ich habe jetzt höchstens noch eine Info. Und zwar Nils Melzer hat ein Buch geschrieben und es wird am 19.04. veröffentlicht, beziehungsweise kann man dann sich besorgen. Der Fall Julian Assange, Geschichte einer Verfolgung. Erschien im Piper Verlag. Sind so 330 Seiten etwa. Gut, okay, das wäre es erstmal von mir heute, beziehungsweise hier am Mikro. Und ich glaube, wir könnten eigentlich dann zu unserer Zwischenkundgebung starten. Mit Richtung Wilhelmstraße, Richtung britische Botschaft, damit die auch mitkriegen, dass wir hier alle sind. Mit Krach und Plakaten. Julian Assange,
Die Auslieferungsersuchung der USA ist zwar abgelehnt worden, die britische Justiz und Regierung lässt ihn aber dennoch nicht frei. Deswegen ziehen wir jetzt runter, so weit wie wir kommen, also auf die Ecke, wo die Poller stehen an der Wilhelmstraße, wo man zumindest schön reinschallend rufen kann in Richtung der Botschaft, dass wir erwarten, dass Julian Assange endlich freigelassen wird. Es gibt nach 500 Tagen, die er dort im Hochsicherheitsgefängnis ist, keinen nachvollziehbaren Grund mehr, weshalb er noch dort gefangen ist. Free! Free! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! 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 Free! Free! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. 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 Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free. Free Assange, Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, 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 free Assange, Wahrheit ist kein Verbrechen. Freiheit für Julian Assange! No! Freiheit für Julian Assange! No! Freiheit für Julian Assange! Sofort! Freiheit und Entschädigung! Lasst endlich den investigativen Journalisten, den Verleger Julian Assange frei! Großbritannien! Es wurde abgelehnt, ihn an die USA auszuliefern. Warum sitzt Julian Assange nach über 500 Tagen immer noch im Hochsicherheitsgefängnis in London? Und wird gefoltert! Freiheit! Freiheit für Julian Assange! Sofort! Freiheit für Julian Assange! Sofort! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Großbritannien, Schande über euch! Schande! Dieser Angriff auf die Pressefreiheit! Shame on you! 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 No! Free Julian Assange! No! Truth is not a crime! Truth is not a crime! Free Julian Assange! No! Free Julian Assange! Sofort! Free Julian Assange! Sofort! Free Julian Assange! No! Free Julian Assange! Sofort! Free Julian Assange! Sofort! Free Julian Assange! Sofort! Free Julian Assange! Lasst ihn
ihn frei! Lasst ihn frei! Lasst free Assange! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Großbritannien, Schande über euch! Schande! Dieser Angriff auf die Pressefreiheit! Schande! Shame on you! Shame on you! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Set him free now! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Truth is not a crime! Free, free Assange! No! Free, free Assange! No! Free, free Assange! No! Ja, ich hätte die Briten mal gefragt, also oder beziehungsweise ihnen gesagt, dass Julian Assange ja so oder so in die Geschichte eingehen wird als der Gründer von WikiLeaks und ob sie wirklich als die Mörder von Julian Assange und die Folterer auch mit in die Geschichte eingehen wollen und als der Büttel der USA oder ob sie eventuell noch eigene Interessen daran haben. Das wäre meine Frage an die Briten gewesen. Ja, die Frage zu, was bezwecken die Briten damit, war auch auf dieser, also es gab eine ganz kurze Zusammenfassung auf die Nachdenkseiten jetzt gerade von dem Moritz Müller und er hat noch gesagt, er hat noch geschrieben, dass auf dieser Veranstaltung unter anderem halt auch noch gesagt wurde, dass jetzt, wo es auch so eisekalt war, ich glaube, wir können uns alle noch daran erinnern, es ist noch nicht so viele Tage her, dass dort die Heizung ausgefallen ist im Belmarsch. Nicht überall, aber wir können uns wieder vorstellen, wo genau. Und Julian hat dann die Bücher, die er da hatte, dann versucht, vor dem Fenster so hinzustellen, dass da möglichst wenig Kälte von draußen reinkommt. Es wurde auch nachgefragt, wie denn damit umgegangen wird. Und dann wurde gesagt, nun, es gab, wer wollte, hätte dann halt auch noch eine Decke mehr kriegen können. Ob das bei Julian Assange auch der Fall war, auf jeden Fall wird da schon ein deutlicher Stresstest, sagen wir es mal vorsichtig, gemacht mit der Gesundheit von Julian Assange. Es gibt eigentlich keinen Grund, ihn weiter gefangen zu halten, aber das kam da halt an diesem Freitag vor einer Woche dann halt auch raus durch den Sprecher von WikiLeaks, dass einfach da eine ganze Zeit lang wirklich gefroren werden musste. Und und das ist wohl ein Jahr vorher im Dezember auch schon mal gewesen, dass da die Heizung halt ausgefallen ist. Und das wäre halt dazu noch, um auf die Frage da direkt zu antworten, was haben die denn vor mit ihm? Ich denke, sowohl Großbritannien wie der USA wäre es sehr, sehr recht, wenn Julian Assange nicht mehr freikommt, sondern aus welchen Gründen auch immer im Gefängnis verstirbt. Und deswegen sind wir hier. Deswegen müssen wir das immer wieder öffentlich machen, was
dort an Schweinereien losgeht und abläuft, so lange schon. Es sind von den Kriegsverbrechen, die WikiLeaks aufgedeckt hat, gibt es nicht eine Verurteilung von den Kriegsverbrechern. Aber derjenige, der es öffentlich gemacht hat, ist seit über 10 Jahren seiner Freiheit beraubt. Und unter solchen Bedingungen und psychologischer Folter und wie gesagt halt auch, wie ich jetzt gerade halt gesagt habe, ganz elementarer Bedingungen für sein Leben beraubt, dass man da wirklich nur von Vorsatz sprechen kann, wie mit Julian Assange umgegangen wird. Und Nils Melzer sagte in diesem auf dieser Veranstaltung auch, diese Behandlung oder besser Misshandlung von Julian Assange würde schon vorsätzlich immer ein bisschen doch noch Öffentlichkeit bekommen, einfach dadurch, dass alle anderen Journalisten mitkriegen, was wirklich mit einem passiert, der investigativ arbeitet, der die Finger von heißen Sachen wie Kriegsverbrechen von der USA oder von Großbritannien zum Beispiel die Finger nicht davon lässt, was solchen Menschen passiert. Also das ist ganz klar. Es geht darum, ein Exempel zu statuieren und alle anderen aufrechten Journalisten einzuschüchtern, sich ja nicht wieder an den Verbrechern, an den Kriegsverbrechern in Regierung und Militär sich so zu vergreifen, dass man sie öffentlich bloßstellt und sagt, was ist, denn Julian Assange hat nichts weiter veröffentlicht als die Wahrheit. Und vielen Dank, dass ihr alle das unterstützt, dass das nicht untergeht. Wie gesagt, es ist total wichtig für Julian zu wissen, dass wir hier sind, dass überall auf der Welt Menschen sich versammeln und protestieren dagegen, was mit ihm passiert. Denn er ist für uns in diesem Gefängnis. Er war sich, auch wenn er sich der Gefahr bewusst gewesen sein mag, es ging ihm darum, dass das öffentliche Interesse, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, die Wahrheit zu erfahren. Und das heißt, er war überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir, die wir hier stehen, und oder zu Hause sitzen und das dann hier irgendwann mal angucken. Er war überzeugt, dass es wichtig ist für uns und für die Entscheidung, die wir auf der Basis dieses Wissens treffen, dass er selber dieses persönliche Risiko eingegangen ist. Das heißt, er sitzt für uns, er sitzt für die Bürger in diesem Hochsicherheitsgefängnis. Und deswegen sind wir hier, um zu sagen, Freiheit für Julian Assange. Genau. Freiheit! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Danke. Free, free Assange! Free Journalism to free, free Assange! Free Journalism to we want to live in an open free society in peace. Free, free Assange, free, free journalism to free, free Assange, free journalism to we want to live in an open free society in peace. Ju! Ju, ju, ju! Gut, gut. Das war super. Wunderbar, wunderbar, ja? Von Gertrud? Bitte? Ich wollte einfach schon mal Zukunftsmusik sagen. Am 18. März ist einfach die Erinnerung an die erste deutsche Revolution für Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit unter anderem. Und
Also ich weiß jetzt nicht, ob sich die Truppe trifft, die nämlich das zum nationalen Feiertag machen möchte. Und das ist in der deutschen Geschichte einfach untergegangen. Es gab damals die größte Demonstration zu dem Friedhof der Märzgefallenen. Und es lief damals an, durch die ganze Bürgerschaft. Also die unterschiedlichsten Gruppen haben sich daran beteiligt, in der Hoffnung, im Kampf, also gegen den König und also auch noch, ja gut, andere Themen, aber jetzt vor allem, es war Versammlung und Pressefreiheit. Deswegen sage ich das. Okay, danke Gertrud, sehr interessant. Also, was war nochmal der Termin? 18. März, gut. Der Platz zum 18. März. Und da. Also die Versammlung ist an sich jedes Jahr um 3 Uhr gewesen. Ah, ja. Ich weiß es nicht, ob sie es dieses Jahr wieder um 3 Uhr machen. Und da waren auch, also sagen wir mal, an sich hat das Abgeordnetenhaus schon dafür gestimmt, also dass dies also ein nationaler Feiertag ist. Aber sie konnten sich noch nicht entscheiden, wann. Und es irgendwie hapert es immer noch. Ja. Ja. Mhm. Also wie gesagt, es ist für Versammlungs- und Pressefreiheit. Gut, genau unser Thema. Also dann danke für die tolle Info, Gertrud. Und dann freue ich mich, wenn wir uns zur nächsten Mahnwache am ersten Donnerstag im Monat im März wiedersehen. März. Ah, der 4. März. Gut. Es brennt sich jetzt bei jedem ins Gehirn ein, das Datum. Der 4. und der 18. März. Okay. Der 4. auf jeden Fall bei mir.